Nur wer sich und seine Person mitnimmt in das Wagnis der Öffentlichkeit, kann sie auch erreichen. Fender Schrade und Nana Hülseweg. Und bevor ich Ihnen diese zwei interessanten Menschen vorstelle, schauen Sie ganz kurz mal, was Sie überhaupt machen. Ihr arbeitet zusammen als NAF. Das ist so euer gemeinsames Projekt. Ihr macht Performance im öffentlichen Raum. Wieso muss das sein? Wir haben uns auf der Theaterbühne oder auch hinter der Theaterbühne kennengelernt. Das ist ja ein festes Setting. Und bei Normis Fiktion dachten wir, es wäre auch für uns interessant, mal diese Regelung aufzuheben und zu gucken, ja, wie ist es, wenn zum Beispiel der Finanzdistrikt hier in Stuttgart unsere Bühne ist. Quasi Orte, wo wir nicht als ganz klar als Bühnenkünstler erkennbar sind, sondern mit der Öffentlichkeit auf einer Augenhöhe sind. Was gibt euch das persönlich, wenn ihr die Öffentlichkeit mit solchen, ich sag's jetzt mal plakativ, nicht normalen Situationen konfrontiert? Wir nehmen eben uns und unsere Persönlichkeiten und unsere Themen mit in dieses Wagnis Öffentlichkeit, weil wir uns in dieser Öffentlichkeit oder auch in so einer Stadt wie Stuttgart so nicht vertreten fühlen. Es ist eben so eine kleine Änderung an Verhalten und damit auch ein Statement zur Gesellschaft zu geben oder die auch selber mitzugestalten, was ich mir quasi wünschen würde. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über die Arbeit von NAF gesprochen. Wir lernen euch beide gleich noch ein bisschen besser kennen, schalten vorher in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Es werden Hände geschüttelt, es gibt Küsschen und Umarmungen. Mina Gampel lässt es sich nicht nehmen, jeden ihrer Gäste einzeln zu begrüßen. Die 79-jährige Künstlerin hat unter anderem schon in Warschau, Tel Aviv und Zürich ausgestellt. Und heute Abend ist ihre Vernissage in Esslingen. Sie sagt über sich selbst, sie braucht das Malen wie die Luft zum Atmen. Schon als kleines Kind habe ich sehr gerne gemalt. Aber ich konnte erst mit dem was anfangen, wenn meine Kinder aus dem Haus waren und ich war frei und mich ganz der Kunst widmen konnte. Frei sein und frei leben war für Mina Gampel lange Zeit nicht möglich. Denn sie wurde in der NS-Zeit in eine jüdische Familie geboren. Angst und Tod lauerten ständig vor der Tür. Mina Gampel hat den Holocaust überlebt. Mit ihren Bildern zeigt sie das jüdische Leben von der Vergangenheit bis in das Hier und Jetzt. Für mich bedeutet diese Ausstellung, die ich zum zweiten Mal in diesen Räumen ausstelle, sehr viel. Das sind Brücken bauen zwischen Menschen verschiedener Religionen, dass sie die Kunst kennenlernen sollen, mich und unsere wunderbare Welt. Die Bilder sind wie Mina selbst, voller Leben, emotional und tiefgründig. Vor wenigen Wochen hat sie übrigens auch ihre Biografie rausgebracht. Meine vier Leben heißt das Buch. Ich selbst lese es gerade und bin sehr beeindruckt von Minas Geschichte. Am 7. Oktober ist die Künstlerin wieder im Gemeindezentrum in Esslingen und wird aus ihrem Buch vorlesen. Für sie also eine tolle Gelegenheit, zwischen Bildern und Buch diese beeindruckende Persönlichkeit kennenzulernen. Ja, und wir sind zurück mit Fender Schrade und Nana Hülseweg. Und jetzt würde ich gerne euch kurz einzeln vorstellen. Jetzt ist die Frage, wer fängt an von euch? Ich? Nana, okay. Du darfst. Und wir müssen direkt darüber sprechen, diese Wahnsinnskostüme, die ihr anhabt, hast du in Eigenarbeit gemacht, gell? Das war jetzt eine Fleißarbeit und ich muss so dazu sagen, eigentlich gebe ich diese Arbeiten so gerne ab, obwohl ich sie gerne mache, weil ich bin nicht so gerne so ein fleißiges Bienchen.
Du hast das ja auch tatsächlich gelernt, ne? Kostümbildnerei, kann man das so sagen. Das heißt, es ist auch ein bisschen deine Passion, aber nicht nur das, du hast auch Kunst studiert. Was macht dich aus? Wo ist denn jetzt deine Leidenschaft? Weil du wirkst so vielschichtig. Du hast etliche Preise auch gewonnen, gell? Machst so viele Sachen. Was bist du hauptsächlich? Was würdest du sagen? Ich bin halt alles. Alles. Ja, also ich habe das nicht. Ich habe das nicht, dass ich eins mache. Ich bin halt ich und ich nehme eben immer mich mit. Frauen in meinem Alter, ich bin jetzt über 50, neigen dazu, von der Bildfläche komplett zu verschwinden, sind nicht mehr sichtbar, werden zu Omis, und ich weigere mich. Ich möchte sexy sein, ich möchte interessant sein, hab Geschichten zu erzählen, ich habe viel vor noch, ja, und das ist was, da finde ich, gibt die Bühne und auch der öffentliche Raum natürlich auch, gibt einem auf eine Art so eine Autorität, in der es einem möglich ist, auch Dinge zu behaupten und andere Bilder denen gegenüberzustellen, was man eben gewohnt ist zu sehen, ja. Hast du schon mal Frauen erlebt, die sagen, Mensch, Nana, du bist wirklich Vorbild für uns. Vielen Dank. Gibt es sowas? Ja, das gibt's. Und da gibt es auch interessanterweise viele junge Frauen, die sich darüber freuen. Und ich erinnere mich auch noch, als ich jung war, wie schön das für mich war, Frauen zu sehen, die ihr Frausein und ihr auch älter werden und ihre Persönlichkeiten auch ein Stück weit performt haben. Du hast gesagt, du hast viel vor. Was hast du denn noch vor? Lass uns mal teilhaben. Ich möchte noch einen Film machen. Darauf habe ich Lust. Sehr schön. Und bevor wir jetzt abgeben, muss ich doch nochmal sagen, Fender, wenn du Nana mit drei Worten beschreiben müsstest, wenn ihr jetzt schon zu zweit seid, wie würdest du sie beschreiben? Frech, schrill und sexy. Sehr schön. Und mit diesen Worten geben wir ab in die Werbung und sind gleich wieder da. Wir sind zurück und haben eben mit Nana Hülseweg gesprochen und stellen jetzt Fender Schrade ein bisschen mehr vor. Jetzt sehen wir dich komplett im Bild. Fender, wir haben uns kennengelernt, weil du hast mich auf einer anderen Veranstaltung angequatscht, mir deine Visitenkarte in die Hand gedrückt und hast gesagt, so, lass uns mal was machen. Und heute sitzen wir hier und wenn ich so ehrlich sein darf, und ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, wusste ich jetzt nicht, bist du Mann, bist du Frau? Ich habe mich danach wirklich gefragt, wer bist du? Weil du bist als Frau geboren und bist heute ein Mann, kann man das sagen, eine Transperson, Transmensch? Ich würde es noch ein bisschen so anders formulieren. Also ich würde sagen, ich bin schon immer als Mann geboren, aber quasi bei der Geburt hat man eben gesagt, aufgrund meiner körperlichen Merkmale, das ist eine Frau. Kannst du das verstehen, dass ich erstmal irritiert war und mich da mit dem Thema erst auseinandersetzen musste, weil das ist nicht so in meiner Realität und in meinem Alltag drin? Ja, ich meine, ich verstehe das natürlich total, dass jetzt quasi Personen, für die das einfach passt, so wie sie zugeordnet worden sind, dass sie sich da nicht jetzt weiter drüber Gedanken machen. Ich mache mir auch über viele andere Sachen so nicht Gedanken. Und letztendlich hat es aber auch natürlich ganz stark meine berufliche oder meine Tätigkeiten beeinflusst, weil schaue mir das dann quasi ja unter dem Aspekt an, dass es, ja, was sind vielleicht auch, was passiert denn so dazwischen? Du hast Ingenieur gelernt, bist technisch auch sehr versiert und bist auch total musikalisch und wir haben da hinten dein Keyboard. Warum hat das nur schwarze Tasten, sag mal? Ja, eben dieses Schwarz-Weiß, das war bei uns viel zu extrem und auch im Klavierspielen, ja, wenn man so lernt, ist ja auch so eine Norm. Gibt bestimmt auch einen Grund, warum die Schwarz-Weiß sind. Ich dachte, wie ist es denn eigentlich so, für mich, kann ich denn eigentlich auch mit einer Monochrom-Tastatur spielen, geht es denn eigentlich genauso gut? Und, Würdest du uns ein kleines bisschen was vorspielen und wenn du dann gleich spielst, schalten wir danach in den Beitrag und dann sehen wir uns gleich wieder und jetzt darfst du in die Tasten hauen. Mit dem kann ich eigentlich auch Gitarre spielen und das finde ich eigentlich ganz schön. Thank you.
Das Highlight der flammenden Sterne sind natürlich die Feuerwerke am Abend. Hier schießt die Champions League der Feuerwerker. Der Veranstaltungsort Heilbronn ist eine Erweiterung zu den flammenden Sternen in Ostfildern. Wir haben ja auch verzichtet darauf, die gleichen Feuerwerke wie in Ostfildern zu zünden. Wir hatten in Ostfildern dieses Jahr Südkorea, Ukraine und Hawaii. Und hier haben wir Deutschland und Japan, sodass wir eigentlich die Feuerwerksenthusiasten auch aus dem Stuttgarter Raum gerne nach Heilbronn locken würden. Und bevor das Feuerwerk losgeht, kann der Besucher jede Menge erleben. Es gibt Live-Musik, Ballonglühen, Familienprogramm, den flammenden Sternemarkt und jede Menge leckeres Essen und Trinken. Und all das ist nur möglich durch starke Sponsoren. Hier bin ich sehr dankbar, dass wir die Sparda Bank wieder überzeugen konnten, die mit uns schon viele Jahre zusammenarbeitet. Es ist ein ganz arg verlässlicher Partner. Die bringen sich inhaltlich mit ein, die bringen sich natürlich mit Finanzmitteln mit ein. Und so einen Partner zu haben, macht es leichter, so ein Event auf die Beine zu stellen. Ab sofort bekommen flammende Sterne-Fans also die Möglichkeit, zweimal im Jahr, einmal in Ostfildern und einmal in Heilbronn, dieses großartige Festival zu genießen. Noch mehr Infos und Impressionen kriegen Sie auf der Seite www.flammende-sterne.de. Und weil es so schön war, hier nochmal ein paar Eindrücke vom Feuerwerk. Ja, und wir sind am Ende. Ich bedanke mich von Herzen, dass ich euch kennenlernen durfte und ihr Teil meiner Sendung wart. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps und euren dürft ihr jetzt bitte in die Kamera sagen. Ja, wer uns nochmal live sehen will, wir sind von 28. bis 30. bei dem Festival Stadt der Frauen, Sternchen oben, in Esslingen am Neckar zu sehen. Und ja, das sind auch nochmal unsere Filme von Normis Fiktion 1 exklusiv zu sehen. Also das ist super, man sollte die beiden sich auf jeden Fall angucken. Mein Tipp ist am 29., jetzt am Samstag, das historische Volksfest auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Um 11 Uhr geht's los. Das ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Sache. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von euch hören werden. Und ich hoffe, wir hören uns nicht nur und sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, machen Sie es gut und tschüss. Tschüss. Ciao.